Jo Leute, was geht? Euch Tobi hier am Start und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dead Space. Und vorweg muss ich sagen, Milka ist eine Religion. Weil es einfach richtig geil schmeckt. Muss man einfach mal gesagt haben. Hallo. Das trieft ja wunderschön. Aber das mit Babys... Die Spielermacher haben doch schon genug gelitten. Aber dann mit unschuldigen kleinen Babys. Erstens, warum sind die in so einer Wasserscheiße drin? Zweitens, warum sind die dreckig? Drittens, warum bewegen die sich? Okay, es sind Babys, aber hallo? Die sollten doch schon längst tot sein. Hier ist doch gar keiner mehr. Oh. Dir fehlt dein Kopf, ne? Und dein Bein. Da ist dein Bein. What the fuck? So macht man das. Ach, Abtreibung. So langweilig. Man haut einfach auf die Babys drauf. Ist das hier so ein Seziertisch oder was? Ist ja ekelhaft. Kein Bock auf diese Fettviecher. Warum könnt ihr an den Wänden hüpfen? What the fuck? Lass doch liegen! Nein! Warum hast du Metallklauen? Du willst Spider-Man geguckt oder was? Und warum warst du denn in diesem Schrank? Erste Frage. Wieso war das Tier in dem Schrank? Oder das Baby? Zweite Frage, warum ist das Glas gesprungen? Dritte Frage, wieso sind hier Körperteile von irgendwelchen Necro-Alien-Viecher-Dings? Obwohl, das spricht doch dafür, dass die Menschen, die da reingepackt haben. So. Mental voll, lass mal Energie. Das heißt aber doch dann eigentlich, dass die Menschen diese Dings entwickelt haben. Spricht zumindest dafür. Weil sonst hätten die ja nicht die Körperteile in irgendwelche Gläser gepackt. Oder etwa da. Wieso waren wir jetzt überhaupt da unten? Ach, ich habe da irgendwas gefunden, glaube ich, oder? Ja, scheiße. Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Ach Gott, Leute, ey. Warum macht man das auch? Warum geht man hier zu dritt rein? Wahrscheinlich waren sie nicht drauf vorbereitet, aber... Ach, ich hab das schon wieder genommen. Ihr seid eklig! Ihr seid richtig eklig! Was haben die da gemacht? Haben die Haut abgefressen oder abgezogen oder... Das ist so eklig, Mann, ey. Wie das hier stinken muss eigentlich. Also stellt man sich jetzt mal das in echt vor. Wie abartig das hier einfach stinken muss. Weil einfach überall so viel Tote sind. Bah. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Ja. Auf. Ich dachte gerade, das ist so eine Nonne.
bisschen laufen. Ich sehe doch gar nichts. Was? 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 Muss ich das jetzt verstehen? You spin, yeah. Spin, spin. You spin me around and around and around. Bleib weg. Ich bin nicht hier, ich bin leise. Wie ein Ninja. Okay. Was soll ich da machen? Ach, diese Dings oder was? Ach so. Verstehe irgendwie. Da rein! Du musst doch da rein! Siehst du? Ich musste da rein! Aber das klingt ja wie so ein Babyviech. Wie, was ist das? Ich will es gar nicht erst wissen. Boah, ey, nee. Ich habe einfach nur Angst, dass es mich dann hinter mich anspringt. Nein! Stirb! Ich werde da immer panisch und baller einfach drauf los. Okay, der ist tot. Aber ich bin nochmal auf Nummer sicher. Nein! Lasst mich! Noch habe ich euch nichts getan! Wird aber noch kommen! Was? Geh runter von mir! Sucht ihr eine Freundin oder sowas! Ich weiß nicht, was das da ist. Ach, ist das auf dem Rücken oder sowas? Dieses Stays. Wie heißt das? Keine Ahnung. Das da, was ich gerade meinte. Wie heißt das? Stase. Ja. Speicherstation. Ja. Endlich. Also ich finde, hier in diesem Spiel speichert man halt relativ häufig. Aber das brauche ich auch.
man denn hier hingeschrieben Schönes? Merka will... Keine Ahnung, was das da heißen soll. Soll das SDWE sein, oder was? Ach, The Merka will SDWE as. Stave? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Tut mir leid. Vakuum? Ein paar Minütchen habe ich Zeit. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Cool. Das ist ein riesiges Viech. Weil ich dachte, das ist viel weiter weg. Okay. LT und Y. LT ist hier, oder? Ja. Das ist cool. Das finde ich cool. Tür öffnen. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, das macht nicht Spaß, so ein bisschen durch die Gegend zu hüpfen mit in Schwerkraftlosigkeit-Dings. Hüpf. Genau das wollte ich sagen, hüpf. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ich bin vorsichtig. Leg du dich einfach auf den Boden und schlaf oder sowas. Keine Ahnung. Verhalte dich auf jeden Fall ruhig. Eintritt Schwerelosigkeit. Wow, ihr könnt auch fliegen? Warum könnt ihr fliegen? Ich will nicht, dass ihr fliegen könnt. Ende der Schwerelosigkeit. Ich warte jetzt einfach hier. So, wenn irgendeiner kommt, ich bin halt ein billiger Camper, ich sitze ja hier hinten in dem Dings. Eintritt Schwerelosigkeit. Los, mach auf. Hilft uns nicht. Ende der Schwerelosigkeit. Gut. Erstmal hier entsichert und geladen. Tür geöffnet. Durch das Vakuum. Los, raus hier. Raus hier ganz schnell. Ende des Vakuums. Ach komm, geh einfach drauf, Drecksvieh. Oh Mann, ey. So schwer kann man es euch auch echt nicht machen. Mann. Ihr habt in eurem Leben ja nicht genug gelitten. Müsst ihr den anderen Leuten auch auf die Nerven gehen. So. Okay, naja, ich spiele in der Zeit weiter. Obwohl, der Part ist jetzt auch zu Ende eigentlich. Weil meine Schwester wollte jetzt weg und die wollte mir, glaube ich, noch irgendwas sagen. Okay, Leute. Ja, dann, ihr könnt ja mal unten eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen, wie ihr das Projekt findet und wie auch nicht oder was auch immer. Und ja, Leute, damit bin ich raus. Bis zu einem nächsten Part. Tschüss.